Ich meine, wie kann sich bitte Throne and Liberty von dem hier... zu dem hier entwickelt haben? No, 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 no. Okay, liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Wakayashi, und das, was wir hier gerade sehen, ist ein kurzes Video von dem Nico. Ich werde das Video unten mal in die Beschreibung mit reinpacken. Ich bin kein großer Fan von ihm, aber nichtsdestotrotz, das, was er hier spielt und das, was er hier zeigt und das, was er hier argumentiert hat, ist schon richtig. Ich finde es auch ein bisschen empörend, naja. Auf jeden Fall gibt es seit heute die CBT in Korea zu spielen. Closed-Beta-Testphase, die erste von Throne and Liberty. Und die Koreaner können hier schon mal ein bisschen das Spiel testen. Ursprünglich hätte das letztes Jahr rauskommen sollen. Eigentlich sollte es ganz früher bei 2017 released werden. Das war noch unter dem Namen Lineage Eternals, glaube ich. Und der Entwickler ist NCSoft. Wem das ein Begriff ist, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall, seit heute kann man halt hier in Korea die CBT spielen. Hier wird ein VPN genutzt, um dort spielen zu können. Und ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier Tab-Targeting, wir sehen hier Auto-Gameplay. Wie ihr eben gesehen habt, hat er sich hier nicht bewegt. Er hat seine Hände nicht auf Maustastatur gehabt. Und er zeigt später auch noch in dem Video, dass dieser Button dafür da ist, dass jeder Free-to-Play das hier anklicken kann und dann spielt dein Charakter einfach für dich selber. Ich meine, sind wir hier bei einem Mobile Game oder was ist hier los? Naja, wie auch immer, also mit NCSoft verbindet man ja allgemein schon so ein bisschen Pay-to-Win, und er wird auch hier noch weiter später eingehen darauf, dass es einen Cash-Shop gibt. In diesem Cash-Shop kannst du halt dann auch noch einen Season Pass kaufen, weitere verschiedene Items, und man hat halt nicht so viele Insights bisher gesehen, aber scheinbar ist es so, dass du mit dem Season Pass, wenn du ihn die kaufst mit Geld, dass du dann dieses Autoplay-Gameplay auch noch offline weiterführen kannst, also ohne dass du eingeloggt bist. Des Weiteren kannst du dir wahrscheinlich irgendwelche Buffs kaufen, um deinen Charakter stärker zu machen, die automatisch konsumiert werden, wenn sie auslaufen, damit dein Charakter hier schneller Auto-taggen kann durch die Monster, damit du einfach schneller hier an dein Loot kommst. Also ich finde das schon ein bisschen, ich weiß nicht, das ist halt nicht so 2023 gerecht. Wenn ich ein Spiel spielen will, dann will ich da aktiv am PC spielen. Das ist ein PC-Game, es ist kein Mobile-Game, wo du Summoners Wars spielst und das Spiel für dich automatisch spielt, ja. Und dass das Spiel angeblich 12 Jahre Entwicklung hat, also das sieht halt weit und breit nicht danach aus, ne? Also du kannst hier deinen Loot links klicken, den du hier dann manuell einsammelst. Es ist einfach nur abschreckend. Ich meine, man hat halt hier nicht wirklich eine Dichte an Monstern. Wir haben hier wirklich ja, große Areale, und Monster sind halt einzeln verteilt und du musst halt immer wieder hinlaufen, attackieren. Ich meine, jetzt auch, wenn das jetzt Auto-Gameplay ist, es sieht nicht anders aus, Leute. Es sieht nicht anders aus. Es sieht nicht wie in diesem Video aus, was wir hier gesehen hatten, von einem Jahr, was wir uns auch in der Community hier nochmal gemeinsam angeguckt hatten. Aber ich meine, das hier ist doch ein ganz anderes Spiel. Ich meine, habe ich Tomaten auf den Augen? Ich meine, wie sieht das denn bitte aus? Das sieht nach Fast Pace aus. Das sieht halt nach so ein bisschen nach BDO-Killer aus. Aber das verglichen mit dem... Es sieht einfach hier hingeschissen und hingekackt aus. Also versteht mich nicht falsch. Ich habe selber noch nicht getestet. Ich werde es auf jeden Fall noch testen, wenn es rauskommen sollte. Sie haben den Release auf Juni angekündigt gehabt, diesen Jahres. Das Ganze wurde jetzt aber ja verschoben auf Oktober diesen Jahres. Und das ist halt die erste Closed-Beta-Phase. In der ersten Closed-Beta-Phase und mit Release im Oktober erwarte ich ehrlich gesagt eigentlich ein fast fertiges Spiel. Aber das hier sieht ganz so aus, als wäre es noch nicht fertig. Und mal abgesehen davon, auch wenn es jetzt hier Auto-Gameplays, was wir uns hier gerade angucken, auch wenn man aktiv spielt, sind die Animation überwiegend locked. Also du machst eine Animation, machst einen Skill und bist da erstmal eine halbe Stunde untätig, ja, und da kann dich halt jeder bearbeiten, wie er will. Ich habe keine Ahnung, was ihr euch unter Throne and Liberty ja, erhofft habt oder gewünscht habt, aber viele in meiner Community, die vom BDO geprägt ist, haben immer wieder mal in die Kommentare hier, immer wieder mal auch gerne auf Twitch geschrieben: Wacker, wirst du eigentlich BDO aufgeben, wenn Throne and Liberty released wird? Denn Throne and Liberty ist der MMO-Destroyer, der BDO-Destroyer. Aber Bro, das, was wir hier sehen, ist halt
nichts mit destroyen, ne? Es destroyt sich allerhöchstens selber. Wir haben auch weiterhin ein paar andere YouTube-Videos uns noch angeguckt und da sind auch solche Titel zu sehen wie Throne and Liberty Dead at Arrival, also beim Release schon tot, und also da habe ich bis jetzt sehr viele Negativkritiken lesen können und auch hier in meinem Stream, wir sind gerade auf Twitch live, twitch.tv/wakayashi. Und auch hier sind die Zuschauer immer wieder hergekommen und haben gesagt, hier Wacker, das Game hat wohl harte Kritiken einkassiert. Aber ja, also, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber schreibt es gerne mal unter die Kommentare. Habt ihr da noch groß Hoffnung, dass das Spiel irgendetwas destroyen wird? Oder denkt ihr, dass sich das Spiel selber destroyt? In diesem Sinne, viel Spaß noch in den MMOs. Wir sehen uns auf twitch.tv/wakayashi. Kuss.